Moin zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video machen wir weiter mit der Serie vom Wandern zur Hochtour. Wir hatten jetzt ja in den letzten Videos einmal das Thema Planung allgemein besprochen. Dann haben wir die Planung schon mal an einem konkreten Beispiel gesprochen. Und jetzt möchte ich nochmal auf die Planung wirklich während den Touren bzw. kurz vor den Touren. Das heißt, du bist jetzt in deinem Gebiet, du bist auf der Hütte und da möchte ich mit dir nochmal kurz die letzten Schritte vor der Tour besprechen bzw. auch während der Tour. Also was solltest du vielleicht nochmal am Vorabend alles machen? Am Vorabend besprechen wir immer die Tour nochmal durch. Das heißt, mit deinen Seilschaftspartner bzw. Partnerin würde ich nochmal durchsprechen, was macht ihr? Geht nochmal wirklich die Tour Stück für Stück durch, nochmal die Schlüsselstellen durchschauen. Also schau dir wirklich diese ganzen Informationen, die du gesammelt hast, nochmal an. Geh den Plan durch, passt der Plan, wirklich nochmal für alle verständlich machen, wenn nochmal irgendwelche Rückfragen sind. Jetzt hast du natürlich das ganze Thema, wie das aktuelle Wetter, die aktuellen Bedingungen. Du hast natürlich vielleicht nochmal mehr Informationen auch von der Hütte bekommen. Die kannst du jetzt alle nochmal einfließen lassen und kannst jetzt so nochmal wirklich das Ganze zu einer runden Sache machen. Dann kannst du natürlich das ganze Thema dir jetzt auch wirklich nochmal in Ruhe auch auf der Karte anschauen. Das heißt, vielleicht einmal nochmal im Finger so nachmalen. Okay, hier sind wir an der Hütte, hier starten wir, dann gehen wir runter auf den Gletscher, hier ziehen wir die Ausrüstung an, dann wechseln wir rüber in den Fels rein. Dort wechseln wir die Ausrüstung darauf, die Sicherungstechnik ändert sich dazu, dann gehen wir da hoch, kommen dann zum Gipfel und gehen dann zum Beispiel außenrum über den Gletscher wieder zurück zur Hütte. In dem Zug kannst du auch nochmal schauen, okay, wenn du eine GPS-Uhr hast, habe ich den GPS-Track drauf, funktioniert das, startet das alles, okay, passt. Und dann gehst du nochmal in deine Ausrüstung durch, okay, habe ich die richtige Ausrüstung dabei, habe ich meinen Rucksack vielleicht schon soweit vorbereitet, habe ich alles, was ich am Anfang brauche, griffbereit. Wenn du in der Nacht startest, keine Ahnung, zum Beispiel die Taschenlampe gleich da, dass du halt dann morgens entspannt starten kannst, nicht, dass du dann denkst, okay, oje, was muss ich jetzt noch morgens alles richten, wirklich mach das alles am Abend vorher, geht es nochmal in Ruhe durch, dass du dann morgens entspannt für die Tour starten kannst. Dann natürlich nochmal schauen, wenn ihr vielleicht schon Touren gemacht habt, ist die Gruppe soweit fit oder auch vielleicht schauen, hat das alles am Vortag soweit funktioniert, ist die Gruppe fit, habt ihr Lust auch auf die Tour, manchmal ist es auch so, vielleicht auch so ein Kopfding, dass vielleicht so eine Tour auch an dem Tag gar nicht möglich ist, wirklich da offen und ehrlich miteinander kommunizieren, einfach durchsprechen, sind alle fit, passt das, können wir die Tour auf eure Sicht machen, habt ihr genügend Essen, genügend Trinken dabei, also wirklich auch nochmal solche Sachen schauen, dass das jeder dabei hat, sodass ihr dann während der Tour euch auch gut versorgen könnt. Dann kommen wir eigentlich so zum Thema Zeit, also wichtig, geht rechtzeitig los für die Tour, schaut wie gesagt dafür auf euren Plan, fragt in der Hütte nach, was sind die typischen Zeiten da zum Losgehen, geht rechtzeitig los und kontrolliert dann währenddessen, also während eurer Tour auch immer noch in gesetzten Checkpunkten, okay, wir haben gesagt, wir sind nach 2 Stunden da, seid ihr in der Zeit angekommen oder seid ihr jetzt vielleicht schon eine Stunde hinterher, seid ihr vielleicht sehr, sehr schnell unterwegs und seid zügig, es geht besser, also wirklich dann schauen, passt es noch alles, passen die Bedingungen, ist es so wie erwartet, okay, wir können weitergehen oder nee, da hinten ziehen auf einmal dunkle Wolken auf. Das ist uns zu riskant, wir drehen um. In dem Zug auch wichtig, wirklich Pausen einzuplanen. Schau auch, dass sie die richtige Dauer haben, nicht zu kurz, nicht zu lang. Also wirklich, dass jeder mal wirklich die Zeit hat, was Ordentliches zu trinken, vielleicht ihren Snack reinzuziehen, dass das da alles funktioniert, dass ihr aber auch trotzdem wieder schnell vorankommt, weil ihr da jetzt gerade bei längeren Hochtouren jetzt nicht am Anfang jetzt hier schon wieder eine halbe Stunde Pause machen solltet, sondern wirklich schaue, dass das alles in deinem Zeitplan hinterlegt ist, dass es auch alles zusammenpasst. Dann kommen wir so zu dem Punkt, wenn du auf Tour bist, achte auf die Gefahren. Das heißt, was erwartest du vielleicht an Gefahren, wenn du zum Beispiel auf dem Gletscher unterwegs bist? Natürlich das Thema Spalten. Dann natürlich so vorausschauend denken und schauen, okay, die kann ich jetzt so rum umgehen, die kann ich so rum umgehen. Also wirklich da immer so ein bisschen drauf achten, welche Gefahren erwartest du in dem Bereich, was ist so deine größte Gefahr und wie kann ich die Gefahr minimieren. Dann natürlich das ganze Thema Wetter. Gibt es irgendwelche Veränderungen im Wetter? Natürlich, wenn du unterwegs Internet hast, kannst du natürlich immer regelmäßig auch den Wetterbericht checken, aber natürlich auch immer den Blick so Richtung Himmel schauen, wie es gerade ist. Ziehen auf einmal Wolken auf, wird es auf einmal von irgendeiner Seite dunkel, ist der Wind stärker als es ist, ist doch keine Sonne da. Einfach schauen, gerade auf dieses ganze Thema Veränderungen, damit du dann im Zweifelsfall entscheiden kannst, dass du umdrehst. Deswegen sind wir eigentlich so beim ganzen Thema Entscheidungen dann treffen. Also wichtig ist immer, dass du es mit einem klaren Verstand triffst. Es geht jetzt nicht darum, dass du zwingend auf einen Berg musst. Das oberste Ziel sollte immer sein, sicher zu Hause anzukommen. Es bringt nichts, wenn du auf irgendeinem Gipfel noch warst und dann im Abstieg verunglückst. Da hat man überhaupt nichts gewonnen, das bringt überhaupt nichts. Deswegen wirklich schauen, mit klarem Verstand Entscheidungen treffen, lieber einmal mehr umdrehen,
umdrehen. Das ist wirklich eigentlich das wahre Können, als wenn du als Bergsteiger da alt wirst. Der Berg ist auch nächstes Jahr noch da, jetzt auch in 5 Jahren noch da. Von daher kannst du auch immer wieder einen Versuch machen. Klar, es ist in dem Moment ärgerlich, das ist auch in Ordnung, sich darüber zu ärgern, aber trotzdem bei klarem Verstand entscheiden, wann macht es Sinn umzudrehen, also wann ist es besser, damit du dich nicht selber in Gefahr bringst. Genau, dann immer wieder auch zwischendurch mal bei den Seilpartnern fragen, ob alles in Ordnung ist, sehen die das genauso. Da würde ich auch ein bisschen auf den Austausch achten, dann schauen, dass ihr für euch als Seilschaft ein gutes Tempo geht, aber da immer wirklich in diesen Pausenzeiten, dann wirklich mal kurz mit den anderen sprechen, passt es soweit, und gerade wenn man nicht der Erste ist in der Seilschaft, gerne auch natürlich dann die Kommunikation offen sagen, so lieber aktuell ein bisschen langsamer, aber natürlich alles noch im Zeitplan schauen. Das waren jetzt nochmal so ein paar Schritte, was du kurz vor der Tour machen kannst, auch unterwegs. Ich freue mich natürlich noch auf deine Anregungen, wie du das handhabst. Wenn du noch Fragen hast, gerne in die Kommentare, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann, ciao.